Gottesdienst. Ein kleiner Hinweis: In unser Sonntagsblatt, das Introitus, findet auf Seite 251 statt, nicht 247 wie eben, sondern auf Seite 251, nämlich 4 Seiten weiter. Auch das Gloria-Lied hat nur ein Vers, nicht 4. Sonst haben wir einen Predigtgottesdienst heute und ich bin wieder gern hier in Wilmersdorf. Wir fangen an mit unserem Eingangslied. Thank you.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Lasset uns beten. Barmherzige und treue Gott, du vergibst uns täglich alle Schuld und willst, dass auch wir einander vergeben. Wir bitten dich, hilf, dass wir nicht richten und verdammen, sondern untereinander Barmherzigkeit üben. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir alle kennen Jesus' Worte, die beginnen mit: Ihr habt gehört, dass gesagt, was euch gesagt ist, und enden mit: Ich aber sage euch. Paulus bezieht sich in diesem Brief an die Gemeinde in Rom, also im heutigen Epistel, so sehe ich das, auf dieses Wort der Rachebegrenzung: Nicht mehr als ein Auge für ein Auge, nicht mehr als einen Zahn für einen Zahn, zu dem Jesus sagte: Tut wohl denen, die euch hassen. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Hallelujah.
Im Evangelium hören wir heute, dass wir nicht pharisäisch werden sollen. Schwächen bei anderen sollen wir zum Besten auslegen und uns prüfen, ob wir nicht selbst größere Fehler haben. So sagt es Jesus bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Wir bekennen gemeinsam das Apostolikum auf Seite 32. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Thank you.
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. Unser Predigtext ist aus dem Evangelium für heute, Lukas Kapitel 6, nur ein Vers, Vers 39. Jesus sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Soweit unser Predigtext. Wir beten. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben gerade aus der Nachricht gehört, dass der ehemalige japanische erste Minister ist erschossen worden, Attentat auf ihn von einem 21-jährigen Japaner, der Fehler auf Fehler gemacht hat, nämlich er suchte Rache für seine Mutter, der alles verloren hat, weil sie in einer ganz komischen Gesellschaft gelandet ist. Wir nennen sie auf Englisch in Amerika, weil diese Sun Moon aus Korea kam nach Amerika, hat viele den Weg verführt. Wir nennen sie Moonies, weil er heißt Moon, Mund. Und er nennt sich eine Unification-Kirche, Vereinigungskirche. Das ist ein Kult. Und die Mutter ist reingefallen. Und sie war blind und der Führer, der sogenannte Reverend Moon, er war auch blind. Sie hat ein Blinder hat einen Blinden gefolgt. Das war der erste Blindness. Und dann kommt, was wir heute im Epistel gehört haben, die Rache ist mein, sagt der Herr. Der junge Mann sagte, nein, die Rache ist mein. Und so hat er wie ein Blinder gehandelt. Er hat nicht Paulus als sein Führer gehabt, sondern sich selbst. Zwei Fehler und beide kann man zurückfolgen auf diesen Gleichnis von Jesus. Kann ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden nicht beide in die Grube fallen. Wir haben hier die kürzeste Gleichnis von Jesu, des Neuen Testaments, die kürzeste. Und nicht, aber nicht ohne Kraft. Das sind zwei Fragen. Und es irgendwie beinhaltet das ganze menschliche Problem, die Blindheit, das Unwissen, wohin den Weg führt. Man kann die Geschichte dieser Erde als eine Art Blinden, die Bevölkerung, die Massen als Blinden, die ein Blinder folgt. Die Frage ist, die Antwort ist immer nein. Ein Blinder kann ein anderer Blinden den Weg nicht zeigen, aber es ist eine beste Beschreibung von menschlichen Geschichte, vielleicht, die jemals gesagt worden ist, so kurz. Die Geschichte der Menschheit ist Blinden folgen Blinden.
dann kommt die Frage hoch, wem sollen wir folgen? Wer zeigt uns den Weg? Eigentlich ist, muss man, es gibt Beispiele, wo die Antwort ist ja. Ein Blinder kann ein Blinder den Weg zeigen. Mein Bruder war in Indien und hat das selber beobachtet. Es gab eine Kette von Blinder. Und der erste Blinder hat fuhr fort und die anderen haben auf ihm eine Hand gehabt. Und in der Tat sah man einen Blinder, die einen anderen Blinder führte. So was gibt es in Indien. Die Frage ist nur, und es ist eine wichtige Frage, die Frage ist nur, das Problem ist nur, wenn die Grube auftaucht. Wir sind auch manchmal blind, wenn es ganz dunkel ist in der Nacht und wir kein Licht haben. Dann ist auch uns gefährlich. Wir sind nicht blind, aber wir können nicht sehen. Das ist das Gleiche. Und wie oft haben wir über etwas gestolpert oder in eine Grube gefallen? Das ist nicht von ungefähr. Das Problem ist, wenn die Grube auftaucht. Nämlich, Blinden können gern, tun es manchmal auch, andere Blinden führen. Das Problem ist, wenn es an die Grube kommt, dann fallen die beiden ein. Wie Jesus sagt, werden die beiden nicht in die Grube fallen. Das ist das Problem, die Grube. Und es gibt im Leben einige Gruben. Dieser Gleichnis oder diese Aussage von Jesus ist nicht nur hier in Lukas, sondern auch in Matthäus. Ich lese das vor, weil es ein bisschen anders. Bei Matthäus, es ist nicht ein Gleichnis genannt und ist keine Frage gestellt und wird an die Pharisäer gerichtet. Das ist Matthäus Kapitel 15, Vers 14. Lass die Pharisäer, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, so fallen sie beide in die Grube. Fast dasselbe, aber Lukas hat das als Gleichnis betrachtet und verallgemeint, nicht nur an Pharisäer, sondern als ein Spruch, die alle gelten. Und hier ist auch ein großes Problem. Wenn es um Richten geht, sind wir manchmal fast immer blind. Wir wissen nicht, die Umstände dazu geführt haben, dass ein Mann so handelt. Manchmal doch, aber normalerweise, wir wissen die Umstände in Einzelheiten nicht, dazu geführt hat, dass ein Mann so gehandelt hat. Wir sind blind. Und dennoch richten wir. Und Jesus hat gesagt, pass auf. Wenn es um Richten geht, wir sind blind. Und wir können nur in die Grube fallen mit unserer Verdammnis. Man muss aufpassen. Man sieht, dass
Es muss nicht mehrere Personen sein, um das Gleichnis zu erfüllen. Wir können selber blind sein. Auch eine ganz große Blindheit ist die Annahme, wir können uns selber retten aus unserer Sünde. Dann haben wir innerhalb von uns beide ein Blindführer und ein Blinden. Und wenn wir sagen, wir können durch unsere Werke, unsere Frommheit uns retten, das ist Selbstbetrug. Und in der Tat, ein Blinder, der ein anderer Blinder führt, begeht Betrug, weil er weiß selber nicht, was vor ihm liegt. Und die beiden fallen in die Grube. Selbstbetrug ist auch eine Art ein Blinder, nämlich ich führe meine Seele ins Verderben, weil ich bin der Meinung, ich kann mich selber selig machen durch gute Werke und Frommheit. Selbstbetrug ist auch die Erfüllung von diesem Gleichnis. Und wir müssen auch an die Grube denken, was vor uns liegt. Was Jesus hier sagt, ist nicht unbekannt im Alten Testament. Ich lese vor dem Jeremias, Kapitel 48, Vers 44. Jeremias beschreibt einen Mann, der denkt, er kann Gott entfliehen. Schrecken, Grube und Schlinge über dich, du Volk von Moab, spricht der Herr. Wer dem Schrecken entflieht, der wird in die Grube fallen. Und wer aus der Grube herauskommt, der wird in die Schlinge gefangen werden. Denn ich will über Moab kommen lassen, das Jahr seiner Heimsuchung, spricht der Herr. Nämlich diese Grube im Alten Testament, und Jesus kennt dieses Vers, ist gefährlicher und ernster als eine Art, ich falle in eine Grube und dann komme ich heraus und ist alles gut. Nein, es ist etwas Bedrohliches daran. Etwas Schreckliches. Wie eine Schlinge. Und man muss aufpassen in diesem Leben, was wem man folgt. Ist er blind oder ist er nicht blind? Eigentlich die Menschheit, die Menschen sind alle blind. Wir folgen Christus, weil er nicht blind ist. Er hat sich bewiesen als einer, der sogar diese wunderbare Gleichnis erzählen konnte. Und ein Mann, der solche Gleichnisse, kluge, alles sehende Gleichnisse erzählen konnte, auch ganz kurz, dem sollen wir folgen. Und Gott hat auch Augen zu sehen. Er sieht alles ganz klar und deutlich. Im Vergleich zu Gott sind die Menschen alle blind im Vergleich. Aber wenn wir Gott als unser Führer, als unser Leiter gelten, dann haben wir einigermaßen seine Augen und können sehen. Das gilt für Richten. Wir lassen Gott richten, das gilt für Rache. Das gilt für vieles. Wir haben das Wort Gottes, ein Licht
auf unserem Weg. Weil, wie gesagt, aus Indien ein Blinder kann andere Blinde führen, aber er weiß den Weg nicht, wohin er führt. Der Wegweiser, das ist das Hauptsache. Und Jesus weist uns in alles, was er sagt, jede Gleichnis, weist er den Weg gen Himmel. Und er führt uns durch diese schreckliche Grabesgrube. Die Grabesgrube, das liegt immer vor uns. Und wir wollen nicht darin stolpern wie Blinder, sondern durchgehen mit unseren Augen, klar sehen auf Jesus. Er führt uns durch. Und mit ihm werden wir nicht stolpern, sondern den Weg haben in das ewige Leben. Wir können diesen Vers nicht verlassen, ohne zu sagen, wir sollen Gott dankbar sein, dass wir sehen können, dass wir nicht physikalisch blind sind. Und wir sollen auch für die Blinden in unserer Mitte beten und sie helfen, soweit wir können. Es muss schrecklich sein, blind zu sein. Wir müssen für sie helfen und für sie beten. Aber es ist noch schrecklicher, geistlich blind zu sein. Und der Welt ist erstaunlich, erstaunlich blind. Und wir, die wir daran glauben, dass wir den Weg wissen, sollen uns Mühe geben, anderen den Weg zu zeigen, Leute aus der Blindheit zu sehen und sagen, denk an dieses Gleichnis. Sind wir blind? Wir haben eine Antwort, nämlich wir haben Jesus, der den Weg kennt, der durch den Tod gegangen ist und auf die andere Seite auferstehen. Und das ist unser Führer, das ist unser Leiter. Wir halten an ihm ganz, ganz stark, weil er wird uns zum ewigen Leben führen. Und ohne dieses Ziel ist das Leben wirklich ein Ruhe. Aber mit Jesus kommen wir durch. In Jesu Namen, Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre euer Herz und Sinne in Jesu Christi. Amen.
dass der Herr sie reinige und heilige, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die christliche Gemeinde, dass der Herr sie zum Stätten brüderlicher Liebe, rechter Fürsorge und gegenseitiger Hilfe mache, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für unser Volk und für die ganze Welt, dass der Herr allen Menschen Frieden und Wohlergehen schenke, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die Regierenden, dass der Herr sie erfülle mit Weisheit und Gerechtigkeit, auch mit Liebe zu allen Menschen. Lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für alle Eltern, dass der Herr ihr Gemüt segne und ihnen hilfe, ihre Kinder den rechten Weg zu zeigen und recht zu erziehen. Lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die ungeborenen Kinder, dass der Herr ihr Leben bewahre und schütze. Lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die Notleidenden, dass der Herr den hungernden Brot, den Getränken Hilfe und den Trauernden Trost sende. Lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die Irren und alle, die blind sind, und für alle, die Böses tun, dass der Herr sie erleuchte und zur Umkehr bewege, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für die Kranken und Sterben, dass der Herr sich ihrer erbarme und sie zu neuem Leben führe, lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Für uns alle, dass der Herr uns füreinander gute Worte und Taten der Liebe gebe, dass er uns helfe, unser Versäumnis wieder gut zu machen. Lasst uns beten. Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, dein Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Durch ihn preisen wir dich im Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Geht hin in Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott.